Mutter Gottes, dieses Mal wird er nicht als Mensch, im Fleisch, kommen. Mittwoch, 24. April 2013, 14.15 Uhr. Meine geliebten Kinder, aus seiner großen Liebe für die Menschheit heraus bereitet mein Sohn euch jetzt auf sein zweites Kommen vor. Weil er euch liebt, spricht er jetzt zu euch, durch seine Propheten, um sicherzustellen, dass niemand von seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen bleibt. Genau, wie Gott Johannes den Täufer sandte, um die Welt für meinen Sohn, den eingeborenen Sohn Gottes, den Messias, vorzubereiten, so offenbart mein Sohn euch jetzt den letzten Plan. Dieser letzte Rettungsplan wird ähnlich sein wie sein erstes Kommen, aber mit einem Unterschied: dieses Mal wird er nicht als Mensch, im Fleisch, kommen. Jetzt, wo euch erneut die Wahrheit offenbart wird, erinnert mein Sohn euch durch sein heiliges Wort an alles, was von Gott kommt, während er die letzten Phasen vorbereitet. Als mein Sohn auf Erden wandelte, wurde Gottes Kindern die Wahrheit geschenkt. Jetzt wird euch die volle Wahrheit gegeben werden, darunter Offenbarungen hinsichtlich der Arbeit von Gottes Feinden, in eurem eigenen Interesse, damit ihr nicht getäuscht werdet. Ihr müsst von Herzen großzügig sein, wenn mein Sohn euch diese Geschenke bringt, die eure Seele nähren werden. Als ich Gottes auserwählten Visionären erschien, im Laufe der Jahre, war es, um die Seelen auf diese Zeiten vorzubereiten. Jetzt, wo ihr euch auf die Verfolgung vorbereitet, die den Christen zugefügt werden wird, wird sie extrem schwer sein, weil sie eine Vergewaltigung des Geistes sein wird, und dies wird am meisten schmerzen. Wenn ihr die Wahrheit von Gottes Wort kennt und wenn ihr wisst, wie man die Arbeit des Betrügers erkennt, dann werdet ihr stärker werden. Es ist viel wichtiger, dem Wort Gottes treu zu bleiben, als Lügen zu akzeptieren, die euch künftig von denjenigen, die nicht von Gott kommen, präsentiert werden. Mein Sohn wird euch zu großer Herrlichkeit erheben, wenn ihr seinem heiligen Wort gehorcht und seine Lehren bewahrt. Ich bitte euch, zeigt meinem Sohn den Respekt, den er verdient. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben, als er auf Erden wandelte, nahmen letztendlich, als er am Kreuze starb, die Wahrheit dessen, wer er war, an. Jene, die heute sein Wort ablehnen, werden an dem Tag, wenn er kommt, um zu richten, letztendlich die Wahrheit realisieren. Für viele wird es zu spät sein. Bittet, dass alle Seelen dem Vermächtnis meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, treu bleiben, denn nur diejenigen, die ihn annehmen, können in sein Reich aufgenommen werden. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung.